wir wissen, was wir an ihm all die Jahre gehabt haben. Und ganz, ganz wichtig, wir wissen auch, dass wenn Not am Mann ist, wir immer noch mal wieder auf ihn zurückkommen können. Er ist ja hier praktisch zu Hause, das muss man so sagen. Deswegen ist es, glaube ich, heute auch ein besonderer Nachmittag für ihn hier in seinem Wohnzimmer, in seiner Barclays Arena. Und jetzt kommt er zu uns. Einen riesen Applaus für Yogi Bitter! Thank you.
natürlich auch ein paar Blumen und auch ein paar blumige Worte, da bin ich mir sicher. Axel, ich übergebe dir mein Mikrofon. Ja, lieber Jogi, ich glaube, die Zuschauer haben es dir gezeigt, was für eine Handball-Ikone du bist. Auf dem Video ist es rübergekommen, über wie viele Jahre du unser Team getragen hast. Ich kann nur, um die Bilder auch besser wirken zu lassen, mich ganz, ganz kurz fassen und mich unglaublich herzlich bei dir bedanken für dein Riesenengagement für den Handball, für den deutschen Handballbund, für die Nationalmannschaft und für alle Fans, die heute hier und vor dem Fernseher in den letzten Jahren waren. Vielen, vielen Dank. Wir wissen, dass wir auf dich bauen können. Kevin hat es angesprochen. Der Bundestrainer weiß es, wenn Not am Mann ist, dann bist du da. Und es wird sicherlich keine Verschlechterung für uns sein. Das weiß auch jeder. Ich denke, ich spreche im Namen aller deiner ehemaligen und aktiven Mitspieler, die ja zum Teil auch schon im letzten Jahrtausend mit dir zusammen Handball gespielt haben. Ein riesengroßes Dankeschön aus für dein Engagement als Teamplayer. Alle Spieler konnten sich an dich orientieren, selbst als du jung warst, aber vor allem jetzt mit der großen Routine. Und auch alle Menschen im Trainerteam, im Staff, im Deutschen Handballbund hatten in dir immer einen Fixpunkt, wo wir uns dann orientieren können, wo wir Rücksprache nehmen können. Jetzt vertrittst du die Athleten, die Handballer in Deutschland. Das ist sicherlich sehr, sehr gut und vielen Dank dafür und auch viel Erfolg bei der weiteren Karriere beim HSV. Ich habe eine gute Nachricht für dich. Wir haben direkt eine neue
uns. Weil, ja, wir wollen, dass du direkt weiterarbeitest für den Deutschen Handballbund. Wir freuen uns sehr und haben uns auch sehr gefreut, dass du das machst. Und zwar wird Jogi Bitter selbstverständlich auch Hamburger Botschafter für den Standort Hamburg bei der Europameisterschaft 2024. Hamburg und Jogi Bitter, das klingt ja nicht nur nach dem perfekten Match, das ist es auch. Du hast ja gerade selber gesagt, du würdest dich freuen, noch viele Jahre hier spielen wollen. Was bedeutet denn das, dass du der Botschafter bist? Ja, das ist wunderschön. Also hier in meiner Stadt, in meiner Arena, wenn ich das so sagen darf, finden die Spiele in der nächsten EM statt. Und dafür zu sorgen, dass wir hier der Handballwelt mal zeigen, was Handballstimmung bedeutet, das ist mir sehr viel wert. Das ist eine große Ehre. Jetzt haben wir dann die ganze Familie Lörper Bitter beisammen. In der Halbzeit haben wir einer Lörper zur Botschafterin genannt und jetzt auch noch Jogi Bitter. Was bedeutet das für den deutschen Handballbund, wenn man solche Persönlichkeiten bekommen kann? Naja, Anna Lörper und Jogi Bitter sind ja sozusagen das Traumpaar des Handballs für Hamburg. Und wir werden ja bekloppt, wenn wir die beiden fragen würden, ob sie für uns für die EM 2024 werben würden. Und zum Glück haben sie beide Ja gesagt. Sie haben beide Ja gesagt, zueinander und auch, dass sie Botschafter sind. Was jetzt ganz oft betont, ja, das ist natürlich gefühlt deine Arena hier. Was macht diesen Standort Hamburg, was macht diese Arena für dich aus? Ja klar, für mich ganz persönlich die größten handballerischen Erinnerungen natürlich. Ich habe hier im HSV wunderschöne Zeiten gehabt und jetzt wieder Titel gewonnen und es ist meine absolute Heimat hier in Hamburg, klar. Auf jeden Fall. Und ich glaube, jeder kann verstehen, was das bedeutet, wenn man für seine Heimat dann auch eine Botschafterrolle übernehmen darf. Dann walte gerne direkt mal deines Amtes und sag den 12.000 Leuten hier, warum sie dringend noch Tickets kaufen sollen für die Europameisterschaft, weil hier kommen auch einige hochkarätige Teams. Ja, hast du jetzt Sorgen, dass das ausverkauft wird? Das glaube ich nicht. Also ich sorge mich eher darum, dass wir die letzten 2 Dezibel hier rauspressen. Also ich glaube, das wird ausverkauft, dafür sorgen wir alle gemeinsam. Und wir haben ja geile Mannschaften. Wenn es gut läuft, ist Dänemark dabei, Norwegen, Schweden. Also ich weiß nicht, ob es schon Ticket gibt. Ich bin schlecht vorbereitet, aber alle kaufen. So, wunderbar. Vielen Dank, Jogi Bitter. Andreas Mühlmann. Auch für dich gibt es natürlich ein Trikot, ein Botschafter. Dazu, wir machen noch mal ein gemeinsames Bild mit der Mannschaft und Jogi Bitter. An dieser Stelle Dankeschön an euch in der Barclays Arena, dass ihr hier geblieben seid. Danke an Dänemark, dass ihr da geblieben seid. Vielen, vielen Dank. Das zeugt von großem Respekt gegenüber der Handballwelt. Das ist schön. Vielen, vielen Dank an euch. Alles Gute. Und ja, das war Hamburg, das war heute das Länderspiel im Eurocup Deutschland gegen Dänemark. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Ich wünsche euch einen guten Nachhauseweg. Alles, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.